Dann kann jetzt Antje auf die Bühne kommen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, warum eigentlich das Thema Wohnen heute? Ganz einfach. Berlin wächst, das heißt mehr Menschen, das heißt auch mehr Wohnungen, aber das heißt vor allem, in Berlin explodieren die Mieten. Und diese explodieren nicht erst seit Kurzem, die explodieren schon eine ganze Weile, sodass wir mittlerweile vor einer handfesten Wohnungsnot stehen. Und diese Wohnungsnot, liebe Freundinnen und Freunde, die ist leider hausgemacht. Denn nach 26 Jahren SPD-Regierung in dieser Stadt ist es schon einigermaßen frech, wenn man sich dann auch noch auf die Schulter klopft, weil man es geschafft hat, eine zahnlose Umwandlungsverordnung auf den Weg zu bringen. Ich sage, die SPD stellt hier seit Jahrzehnten die Baustadträte, die SPD trägt deshalb durchaus die Mitverantwortung an einem entgleisten Wohnungsmarkt in Berlin, denn sie haben konsequent in den letzten Jahrzehnten alle mietenpolitischen Instrumente ignoriert. Sie haben den Berliner Wohnungsmarkt liberalisiert und sie haben ihn privatisiert. Und ich will in der Schelte die CDU nicht außen vor lassen. Auch die haben einen gehörigen Beitrag geleistet und tun es auch immer noch. Und deshalb glaube ich, ist es an uns, liebe Freundinnen und Freunde, mit unserem Antrag ein anderes Zeichen zu setzen, nämlich eins für sowohl eine soziale als auch eine ökologische Wohnungspolitik in Berlin. Und was macht der alte Senat, beziehungsweise jetzt seit 100 Tagen heute neue Senat? Michael Müller ist seit 13 Jahren in Regierungsverantwortung und seine Bilanz ist dementsprechend verheerend. Allein in den letzten 10 Jahren sind die Mieten in Berlin um 50% gestiegen und diese Spirale dreht sich leider noch weiter. Dank des Erbes der letzten großen Koalition mussten die Haushaltslöcher nach dem Bankenskandal gestopft werden. Wie hat man das gemacht? Indem man Hunderttausende von landeseigenen Wohnungen privatisiert hat. Und ja, Michael Müller ist vor 3 Jahren erwacht und hat zumindest mal erkannt, dass wir keinen entspannten Wohnungsmarkt haben. Aber die halbherzigen Beschlüsse, die dann die Folge waren, wahrscheinlich weil er sich gegen die CDU nicht durchsetzen konnte, die haben leider keine Wende in Berlin gebracht. Und deshalb sehen wir noch kein Licht am Ende des Tunnels. So bleibt eine Umwandlungsverordnung. Ja, Daniel, du hast recht, es ist gut, dass sie auf den Weg kam. Aber sie bleibt leider ein zahnloser Tiger, wenn wir nicht in Berlin mehr Milieuschutzgebiete ausweisen. Und da muss man sagen, liebe Koalition, die einzigen Milieuschutzgebiete, die es in Berlin gibt, die gibt es genau in den Bezirken, wo wir grüne Baustadträte haben. Und deshalb auch von mir danke. Während andere Städte wie Hamburg, wie München kontinuierlich immer darauf gesetzt haben, auch soziale Wohnungen zu schaffen, hat die Berliner SPD gepennt. Jetzt hat sie einmal das Dilemma erkannt und verfällt sofort in das umgekehrte Extrem. Jetzt gilt der Wohnungsbau als Totschlagargument für jede andere stadtpolitische Schweinerei. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, geht so auch nicht. Ich glaube, Grünflächen, Partizipation und alternative Mobilität müssen zum Wohnungsbau mitgedacht werden. Das ist unsere Vision einer wachsenden grünen Metropole und keine Konkurrenz. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, gehört das für uns zusammen. Wir denken sozial und ökologisch. Ich habe von diesem Senat ehrlich gesagt keinen ökologischen Impuls mehr gehört, seit Michael Müller zum Umweltsenator gewählt wurde. Und das... Kommst du zum Schluss? Mache ich. Und das in dieser Stadt... auch der SPD, der CDU sowieso nicht, aber auch der SPD niemand mehr glaubt, dass sie sozial bauen können. Das haben wir spätestens seit Tempelhof gesehen. Den besten Beweis dafür sehen wir gerade in der Europa City Heidestraße, wo immerhin 1,4% bezahlbare Wohnungen geschaffen werden sollen. Mich überrascht es nicht, dass die Leute, dass die Mieterin dieser Stadt rot, dunkelrot und sogar schwarz sehen. Mich überrascht es nicht, dass es zum Volksbegehren kommt. Und ich sage euch, liebe Freundinnen und Freunde, ich persönlich halte das auch für die richtige Konsequenz. Denn ich glaube, wir kämpfen genau für das gleiche Ziel. Wir kämpfen gemeinsam für eine bezahlbare, eine lebenswerte und eine demokratische Stadt. Danke.